Hören Teil 3. Sie hören, wie sich die Händlerin mit einem einheimischen Leuchtturmwärter im Supermarkt eines kleinen Dorfes unterhält. Moin Egon, na wie geht's dir? Wieder an Land? Tag Hannelore. Ja klar, wieder da. Wie immer, ich brauch doch meinen Proviant für die Insel. Wie geht es euch hier so? Gut. Sag mal, wie immer dasselbe? Nee, diesmal nicht. Ich erwarte an Weihnachten Besuch von meiner Tochter und sie will ein paar Tage bleiben. Diesmal kommt auch der Enkel und auf den freue ich mich ganz besonders. Der Kleine hat mir schon sehr gefehlt. Ist es dir nicht langweilig geworden, so ganz allein? Ab und zu fehlen mir die Menschen schon. Vor allem meine Frau. Aber dann gehe ich auf den Friedhof und gieße die Blumen. Ich genieße die Einsamkeit, die Sorglosigkeit und die Probleme des Alltags sind wie verschwunden. Außerdem muss der Leuchtturm ja auch instand gehalten werden. Du weißt ja, wie stürmisch es im Januar werden kann. Da muss alles einwandfrei funktionieren. Ja, aber das Hafenamt hat doch gesagt, dass ein elektronischer Leuchter installiert wird. Wäre das somit nicht viel besser geregelt? Und was passiert, wenn der Leuchter in der Nacht ausfällt? Was dann? Du siehst doch, dass nachts die ganzen Handelsfrachter auslaufen und aufs offene Meer fahren. Wenn da was ausfällt, mein lieber Mann, ich würde das nicht verantworten wollen. Ich muss die Leuchter reparieren und den Generator einsetzen. Das Meer vor dem Leuchtturm ist in der Nacht ziemlich rau und die Klippen um die Bucht herum sind wie messerscharfe Klingen. Egon, du alter Seebär, die Technologie hat uns schon eingeholt. Versteh doch endlich. Es gibt hochmoderne Geräte. Einen alten Seemann wie mich kannst du nicht aufs Land bringen. Der würde eingehen. Ich würde krank werden. Ich brauche die frische Brise des Meeres. Ich brauche die Dünen und die weite Sicht aufs Meer. Jeden Morgen wache ich auf und genieße diesen Blick aufs blaue Meer. Gibt es etwas Schöneres? Komm doch aufs Land, hier ins Dorf. Ich mache mir Sorgen um dich. Was ist, wenn dir etwas passiert? Einem alten Seebären wie mir kann schon nichts mehr passieren. Hörst du? Außerdem kann ich euch jederzeit anrufen. Wenn ich es natürlich nicht mehr schaffe, dann wirst du es schon merken. Warum sollte mich der Tod einholen? Er hätte nichts mehr an mir zu fressen. Ich gebe es auf. Was machst du denn so den ganzen Tag? Da ist einiges. Ich inspiziere den Leuchtturm. Dann gehe ich mit meinem Hund spazieren. Und anschließend kochen wir uns was Leckeres. Ach, damit ich es nicht vergesse, gib mir bitte etwas mehr Hundefutter diesmal. Naja, und danach ist Ruhepause. Abends läuft dann was im Fernsehen. Ja, und dann schaue ich mir den Leuchtturm an. Manchmal lese ich dann ein Buch. Langweilig wird's nie. Was? Du liest Bücher? Welches liest du denn momentan? Ja, warum sollte ich denn nicht? Nur weil ich auf dem Meer war, bedeutet das nicht, dass ich nicht lesen kann. Also, ich bin momentan von Dostojewski angetan. Dostojewski? Wer ist das denn? Den kenne ich nicht. Dostojewski. Ich lese gerade eins seiner Werke mit dem Titel Die Brüder Karamasow. Ein gutes Buch mit viel Tiefe und Sinn. Es würde dir auch mal gut tun. Das Buch ist ja der beste Freund des Menschen. Außerdem hat der deutsche Dichter Thomas von Kempen mal gesagt, nirgends habe ich Ruhe gefunden, denn in Büschen und in Büchern. Es scheint so, dass andere einsam sind. Also wo bleibt denn meine Bestellung? Ich muss nach der Ebbe losfahren.